Oh, wie schrecklich, eine Lawine. Wir sind zu spät dran. Frost, deine Familie. Mama, Papa, Aiden, Bruder. Frost, komm wieder zu dir, Frost. Mark, geht es dir gut? Du bist ganz blass. Es geht mir gut. Ich glaube nur, ich bin nicht gerne in der Nähe dieses Strudels. Hat dich das Getöse von dem Strudel an eine Lawine erinnert, Frost? Nein, das ist es nicht. Mir ist nur gerade etwas übel geworden. Keine Sorge, es geht wieder. Bist du sicher? Ja, es geht schon. Wie auch immer. Was werden wir jetzt tun? Einfach nur herumstehen und auf Excel zu warten, könnte ziemlich langweilig werden. Du hast recht. Hey, ich weiß was. Wenn wir schon hier sind, können wir auch ein wenig am Strand Fußball spielen. Was? Auf keinen Fall. Ich will doch keinen Sonnenbrand bekommen. Als wäre das für eine Tragödie. Wollen wir wirklich hier am Strand trainieren? Auf jeden Fall. Hier im Sand können wir uns so frei bewegen. Das ist eine sehr gute Übung. Dadurch werden wir noch viel stärker. Außerdem ist es eine gute Methode, um Excel zu zeigen, dass wir hier sind. Genau, alles klar, dann mal los. Wir bereiten in der Zwischenzeit alles für euch vor. Rede mit mir, wenn du bereit bist, mit dem Training anzufangen. Hey, sind die nicht? Oh. Hey, warte mal. Fehlt eine Muschel auf dem Kopf. Trainiere am Strand, sprich mit Silvia. Hallo, meine Schöne. Oh, müssen Bewertung. So, hier haben wir den G-Shop. Und hier haben wir Patron. Supertonikum. Tsunami-Mauer. Oh, eine Torhüter-Attacke. Kann ich ihn jetzt auswechseln? Ja, kann ich jetzt noch einen anderen reinpacken? Oh, das war der falsche Knopf. Sorry. Kann ich jetzt schon von Anfang an? Haben wir hier noch einen. Brauchen wir den Torhüter dann? Da. So, ich pack den mal da rein. Aufstellung. Tatsächlich, ich konnte jedes Mal einen reinpacken und ihn auf dem Feld tun. Dann kommt er mal raus. Also, er kann auf dem Feld bleiben. Interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Ich hätte hier jetzt mal einen anderen in den Top packen können. So, Becky Shuffle kann direkt erstmal raus, weil die bringt gar nichts. Brauchen wir die? Zack. Fähigkeiten. Ich habe keine Ahnung, wie man sie aktiviert. Oder sind das einfach nur passive Fähigkeiten? Aber was bewirken die? Man kann ja auch nichts, man kann ja auch nicht nachlesen, oder? Na egal.
Okay, bei 4 gegen 4 ist er. Also war das der Laden hier? Das war, glaube ich, der Dingensladen, ne? Ja, ist gleich. Der Ausrüstungsladen. Oh, da oben ist schon wieder so ein Blitz. Was kann man hier trainieren? Hyperriegel. Ballkontrolle, cool. Ja. Wo haben wir denn Ballkontrolle? Da, 35. 33. Okay, das. Oh, 55, wow. Nehmen wir sie einfach mal. 100, gehen wir einmal aus. Interessant. Einfach mal gegen Baum schießen. So, mal schauen, was hier so für Spezialtechniken drin sind. Prismabogen Superblitz. Was? Kühnen Golfers. Feuerdrache. Dragon Tornado. 200 Kick. Schuss. Multischuss. Haben wir eine Dribbling-Attacke, Riesenfächer, Sprengmeister, Multidefensive, Vulkanblocker, Krallenschlitzer, Feuerspucker, Schutzwand, Konterabwehr und die Tsunami-Mauer. Interessant. Moment mal. Fitnessgrad hat er, okay. Finger im Rücken ist richtig scheiße. Ich würde ihm, glaube ich, eher die Tsunami-Welle andrehen. Blütenhüter. Oh. So, weg mit denen. Jetzt hat er was Ordentliches in der Hand. Der kriegt dann auch mal eine neue Attacke. Den Blütenhüter. Ah, das kann bestimmt nur weibliche Torhüter bestimmt, ne? Warte mal, wir haben ja. Ich denke mal. Okay. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Training. Was hier so passiert. Bereit fürs Training, Marc? Jo, alles klar, viel Erfolg. Mal schauen, wie das Training aussieht. Nicht nachlassen, Leute! In den weichen Sand kommen sie anscheinend wirklich sehr schwer voran. Ja, ich glaube, dass dieses Training wirklich viel bringen wird. Sand, ich habe Sand in Auge bekommen. Meine Haut ist total ausgetrocknet. Wenn das so weitergeht, bin ich bald schrumpelig wie eine Rosine. Vielleicht sind die doch nicht alle so begeistert bei der Sache. Bist du bereit, Marc? Ja, leg los. Diesmal werde ich es schaffen, einzusetzen. Die magische Faust. Balle deine Faust so fest. Es geht und zack, bumm. Oh. Oh. Es hat schon wieder nicht geklappt. Ich frage mich, was dieses Bumm bedeuten soll. Mach dir keine Sorgen, Marc. Die Technik gehört immerhin zu den Megatechniken. Es ist doch klar, dass die schwer zu erlernen ist. Ich denke, da hast du recht. Juhu!
Buch? Was war denn das? Was? Ich habe nichts gehört. Wow, seht mal da! Sind das Korallen? Wahnsinn! Ich habe noch nie zuvor Korallen gesehen. Genial! Geh nicht zu nah ans Wasser, Scott. Ja, auf den habe ich doch gewartet. Ich habe mich echt gewundert, wann er mal auftaucht. Yippie! Mann, die Wellen sind heute echt spitzenmäßig. Was zum... kam der gerade aus dem Meer geflogen? Wow, Entschuldigung. Leute, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen die Kontrolle verloren. Hey, pass gefälligst auf, ja? Mit dem Surfbrett hättest du leicht jemanden verletzen können. Was? Wer seid ihr denn? Ich habe euch hier noch nie gesehen. Hey, das ist ein Fußball. Kann man wirklich auch am Strand Fußball spielen? Hey, mach dir keinen Stress. Bleib locker. Was war denn das für ein Typ? Ey, entschuldige dich gefälligst mal. Hier, dieser Schuss soll eine Lektion erteilen. Scott, nicht! Pass auf! Was zum... Oha, er hat Scott's Schuss einfach so zurückgeschossen. Ein Surfer, der auch Fußball spielt? Den Kerl sollten wir im Auge behalten, bei dem Sporttalent. Wow, das war knapp. Der Ball kam so plötzlich auf mich zu. Dein Vollrückzug war fantastisch. Spielst du etwa auch Fußball? Was? Nein, Mann. Ich habe noch nie im Leben Fußball gespielt. Noch nie? Willst du es vielleicht mal versuchen? Du scheinst die nötigen Voraussetzungen zu erfüllen. Es würde sicher Spaß machen, mit dir zusammen zu spielen. Nein, Mann, tut mir leid. Ich bin Surfer. Mit Fußball habe ich nichts am Hut. Außerdem kommen jetzt auch gerade die besten Wellen rein. Die besten Wellen? Ich dachte, dass man sich wegen des Strudels vom Wasser fernhalten soll. Ein klitzekleiner Strudel im riesigen Meer? Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Ich glaube nicht, dass das... Leute, es war mir ein Vergnügen. Ich muss los. Man sieht sich. Ist auch besser so. Ein Amateur wie du hätte sowieso nicht mit uns mithalten können. Was hast du gesagt? Egal. Wie du in Form bist. Fußball lernt man nicht eben mal einfach so. Was? Komm schon, ich habe den Ball gerade ohne Probleme direkt zurückgeschossen. Ach, und du meinst, das macht dich zu einem guten Fußballspieler? Das war doch ein Kinderspiel. Pass auf, was du sagst, Mann. Hör besser auf. Ruhig, Wohlzeit. Ich glaube, dass er genau weiß, was er tut. Ein Kinderspiel also. Mann, ich werde dir schon zeigen, was ich drauf habe. Lass uns Fußball spielen. Den haben wir an der Angel. An der Angel? Keine Chance. Mich kriegt man an keinen Haken. Ich tue immer das, was ich will. Warte es nur ab. Großartig, schön dich kennenzulernen. Wie war nochmal dein Name? Man nennt mich Huel. Huel Can. Alles klar, Huley. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn aussprechen muss.
Dann lass uns trainieren. Ich dachte, der hat einen anderen Namen. Ich dachte, der hieß im Anime Tsunami. Oder war das? Doch, das war der doch. Egal. Halley. Kann echt gut schießen, nicht wahr? Bild dir bloß nichts ein. So einfach wie du denkst, ist Fußball nämlich nicht. Werden wir sehen, hier. Oder Carol, okay. Zieh dir mal das rein. Huh? Er hat voll daneben getreten. Oh Mann, ich hab's voll versaut. Wusste ich's doch. Der kann nur dumm draufbolzen. Große Klappe, nichts dahinter. Verflixt, es sieht doch schwerer, als es aussieht. Achte auf das richtige Timing, Harley. Denk daran, dass der Ball immer in Bewegung ist. Timing, hm? Na gut. Hin und wieder zurück. Der Ball ist immer in Bewegung, als würde man eine gute Welle abpassen. Oh. Oha. Das ist unglaublich. Hurley hat Tommy den Ball weggeschnappt. Nicht übel, Hurley. Aber so einfach gebe ich nicht auf. Wow. Jetzt werden die beiden langsam warm. Das kann man wohl sagen. Hurley hat jetzt bereits die Grundrechten drauf, die man... Nein, nein, das meine ich doch gar nicht. Kannst du es nicht sehen? Tori und Hurley wärmen sich gerade am Feuer der Liebe. Liebe? Sie sollte besser aufpassen, sonst wird sie sich an seinem tropischen Feuer verbrennen. Alles klar. Zwei und zwei unentschieden. Gut gespielt, Hurley. Juhu, klasse. Nun, Hurley, was meinst du? Macht Fußball nicht Spaß? Ja, macht echt Spaß. Ihr seid auch sonst alle ziemlich locker drauf, Leute. Gehst du hier auf der Insel zur Schule, Hurley? Ja, Mann. Ich gehe zur Mary Times. Die ist gleich hier in der Nähe. Oh, du bist aus der Gegend. Hast du schon mal einen Fußballer gesehen, dessen Schüsse den Ball in Flammen aufgehen lassen? Uns wurde gesagt, dass er an diesem Strand trainiert. Man nennt ihn auch den Feuerstürmer. Feuerstürmer? Nein, Mann. Von denen habe ich noch nichts gehört. Aber wenn er Fußball spielt, dann frag doch einfach mal die Leute hier im Fußballclub nach ihm. Aber natürlich, wenn ihn niemand kennt, dann sind es die Fußballspieler hier. Ja, die sind aber bestimmt mittlerweile alle nach Hause gegangen. Geht am besten morgen mal vorbei. Das werden wir tun. Danke, Hurley. Kein Ding. Wir sehen uns morgen. Fußball. Was für ein seltsamer Typ. Oh, hast du Zweifel an seinem Charakter? Ich wusste es, dass du dich wirklich in ihn verguckt. Was? Am nächsten Tag. Alles klar, Freunde, lasst uns zur Mary Times gehen. Dort sprechen wir dann mit den Leuten vom Fußballclub. Vielleicht finden wir ja so extra. Du kannst zu Mary Times in Okinawa gehen. Ist das Axel? Geh zu Mary Times. So, bevor wir das mal tun, habe ich das auch mal kurz mal vor, hier mal die Leute mal zu holen. Ich glaube, das sind die. Genau, das erweitert sich doch ein wenig. Das ist gesperrt. So, wir holen uns mal den Stürmer. Okay, das ist immer noch alles gesperrt. Ich habe keine Ahnung,
Kapitel 2 abgeschlossen. Habe ich doch. Wie öffne ich das? Den kann ich gar nicht mehr anklicken. Den gibt's gar nicht mehr. So, Mittelfeld. Mittelfeld, Stürmer. Ja, ich glaube, die werde ich mir dann Oskin auch mal holen, dass wir mal hier weiterkommen. In den bekannten Kreis. Das muss ja noch irgendwie hier weitergehen. Ist ja noch alles voll. Guckt euch mal an, wie viele Leute es noch gibt. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich so eine Sperre... Achso, ich muss den anwerben, damit die Sperre sich auflöst. Ah, okay. Alles klar, ich verstehe. Dann werde ich das mal bald tun. Ja. Ja. Gut, und das werde ich dann offscreen machen, diese ganzen Spieler mal holen. Gehen wir auf nach Merry Times.